Herzlich willkommen Leute zu einem neuen kleinen Video aus dem Bett direkt in die Werkstatt und das nur für euch. Heute lackieren wir einen Mercedes-Kotflügel in Silber. Den blenden wir zur Tür hinten ein. Habt viel Spaß dabei. Wie immer Fragen unten in die Kommentare und ich gebe ab in die Kommentatorenkabine. So, dann werde ich euch jetzt erstmal zeigen, um welchen Schaden es sich hier handelt und zwar genau um diesen hier. Genau. Wir decken uns den Reifen etwas ab für den Schleifstoff, der eventuell runterfallen könnte. Im Anschluss kleben wir uns den Stoßfinger ein bisschen aus Sicherheitsgründen ab, falls man mal mit dem Exzenter abrutscht, dass man dann auf dem Klebeband landet und nicht auf dem Stoßfinger. Aber trotzdem immer vorsichtig sein, das ist wichtig. So, dann geht's auch schon los mit dem schönen Elektro-Exzenter, Akustiker Gaumenschmaus hier. Wir schleifen die Schadstelle mit dem 240er Exzenterpapier aus, was hier vollkommen ausreichend ist. Ich würde auch nicht viel gröber gehen, das würde keinen Sinn machen bei dieser Schadstelle. Genau, kurze Kontrolle, keine Delle drin, wunderbar. Den Rest schleife ich erstmal oberhalb etwas mit 500er an, dann im Anschluss nehme ich mir hier dieses 1200er. Und was ich euch hier zeige ist, dass ein Exzenterteller genauso wie ein Exzenter-Schleifpapier so eine Linie hat. Ja? Also man hat eine Linie auf dem Exzenterteller und auf dem Schleifpapier, wo man das Schleifpapier immer perfekt zu auflegen kann, perfekt zentrieren kann, sodass man auch immer eine vernünftige Absaugung hat. Genau. Ja, und los geht's. Dann schleifen wir den Rest des Kotflügels mit dem 1200er, was perfekt ist. So umgehen wir irgendwelche Exzenterspuren später. Und dann gibt's von mir noch einen Trockenschliff im Nachgang mit einem Ultrafein von der Firma 3M, welches eine Grobheit zwischen 800 bis 1200 hat. Also da ist ein bisschen Spiel drin. Ja, bevor ich jetzt hier hingehe und mir den ganzen Staub in die Werkstatt blase und den dann später einatme, nehme ich eine feine Schleifmatte und den Exzenter und schleife einfach mal, beziehungsweise rutsch einfach nochmal über den Kotflügel drüber. Ja, und dann geht es schon hier an die Folie ausbreiten auf dem Fahrzeug. Wir sind heute hier extrem schnell unterwegs, wie ihr seht. Was halt wichtig ist, dass die Folie wirklich komplett auf allen Seiten, vorne, hinten, links und rechts auf den Boden geht. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, nochmal runtergezogen hier. Zack, wunderbar. Und nochmal vorne schön drapiert, wo wir gleich ausschneiden werden. Schön mit der Kamera in den Kotflügel gedützt. Wunderbar. Klasse. Ja, ups. Ganz genau. Aber egal, weiter geht's. Am Kotflügel war nichts dran, am Schädel und an der Kamera auch nicht. Und dann gehen wir direkt zum Schneiden der Folie. Ich habe hier ein 50 mm Klebeband benutzt, welches halt breit genug ist, so dass ich freie Schnauze ein bisschen schneiden konnte. Musste nicht ganz genau darauf achten, wie ich die Folie schneide, weil ich halt genug Platz habe. Ja, ihr habt gesehen, der Kotflügel ist noch an der Stelle blank. Das ist aber kein Problem, weil ich dort gleich im Anschluss, was ich nicht mitgefilmt habe, aber euch ich jetzt sage, mit einem Rush Primer drüber gegangen bin, den ich sehr dünn aufgetragen habe, was sehr wichtig ist bei einem Rush Primer, weil er säurehaltig ist und wenn man den zu dick aufträgt, Gefahr läuft, dass man dort Probleme mit dem Wasserwerk bekommt, ob Kocher oder einfach irgendwelche Untergrundstörungen. Ja, im Anschluss wurde er auch dann nochmal angeschliffen und dann ist die Sache schon durch. Ja, für die genaue Farbtonfindung benutze ich jetzt hier ein Messgerät, um wirklich akkurat die Farbe zu ermitteln zu können. Es gibt natürlich auch die Farbpaspeln, aber es gibt keine Service-Farbpaspeln und deswegen lese ich hier mit dem Gerät aus, damit wir auf der sicheren Seite sind. Egal was ihr mischt, ob es irgendwelche chemischen Sachen sind oder sonst was, tragt Latexhandschuhe, tragt Handschuhe. Wenn ihr schleift, tragt Stoffhandschuhe. Was ganz wichtig ist, hier RPS-Becher,
ihr müsst auf jeden Fall den Nippel unten reindrücken, bis er zweimal klackt. Wenn ihr das nicht macht, gibt es eine Riesensauerei und ihr ärgert euch. So, dann können wir schon loslegen. Erstmal machen wir vorne nochmal die Schnäbel sauber. Sonst fällt uns nachher da was rein, was nicht in der Farbe mit homogenisiert wird. Und das wollen wir natürlich nicht. Ja, und dann geht's schon los. Seht zu, dass ihr immer auf 0 seid, auf 0,0. Wenn ihr mal plus 0,1 haben solltet, dann wird die Software euch sagen, ja, geht oder geht nicht. Also macht das mit bestem Gewissen. Und nehmt euch dafür Zeit. Ich habe das jetzt eher einfach mal vorgespult für uns, weil es sonst einfach zu lange dauern würde. Ja, auch so ist das noch ein sehr umfangreiches Geschehen. Schön, der macht das gut, Deo. Wunderbar. Oh, aber plus ein. Ja, ja, der sagt, die Software geht. Okay, wunderbar. Dann machen wir auch weiter. So, jetzt kommen wir zum Additiv. Wir nehmen das 6052 in dem Fall von Spielshacker. Das ist das längere Additiv. Für diese Temperaturen ist das optimal. Wenn ihr mal was mehr haben solltet, kein Problem. Das ist bei dem Material nicht schlimm. Aber in den Rotogen, nichts kann besser mischen wie der Rotogen. Wenn wir mit einem Stab rühren, dann bleibt immer was hängen. Hier zeige ich euch jetzt mit der Handbewegung, wo ich das Additiv einblenden werde, beziehungsweise die Milch, sagt man auch, auftragen werde. Und dann trage ich hier den Basislack auf und lasse den hinten schön ausnebeln. Wir hatten unten an der Ecke noch einen kleinen Schaden an dem Kotflügel, beziehungsweise da war noch ein kleiner Durchschliff, wirklich minimal. Den habe ich leicht mit Farbe benetzt. Aber das tut nichts zur Tür hinten. Das ist alles fein. Pusten uns das alles nochmal schön ab, damit wir auch wirklich keinen Schmutz mehr drin haben. Natürlich so wenig wie möglich. Und dann geht's schon los mit dem Auftragen der Milch. Es wird genauso aufgetragen, also mit dem Additiv natürlich. Es wird genauso aufgetragen wie der Basislack. Schön geschlossener, nasser Gang. Und ja. Dann wechseln wir auf das Silber und dann spritzen wir mit dem Silber die Schadstelle schön nass und deckend. Ich mache das jetzt hier ein bisschen ausführlicher, weil ja beim Nachnebeln ich auch die Pistole nicht immer komplett, beziehungsweise den Abzug nicht immer komplett durchziehe und lasse dann jetzt hier noch ein bisschen an der Auslaufstelle mit leicht durchgezogenem Abzug den Übergang entstehen und das ist perfekt. Das funktioniert wunderbar. Wenn ihr jetzt ein bisschen Nebel habt hinten zur Tür hin, das macht gar nichts. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ihr werdet dort keinen Farbunterschied später haben. Ja, das sieht wunderbar aus und dann lassen wir das Ganze mal ablüften, würde ich sagen. Oh, und nach dem Ablüften sind wir schon zack beim Klarlack 2 Bar. Nehmen wir uns hier nochmal ein bisschen die Spitze vorne freipusten, nochmal abwischen. So, nochmal drüber pusten, damit auch kein Staub mehr ist, der auch zwischendurch nochmal drauf fallen könnte, was nicht unbedingt sein muss. Und dann legen wir uns den ersten Klarlackgang schön deckend bzw. schön geschlossen vor. Ja,
Und dann lassen wir das ein bisschen ablüften, gehen in der Zeit zu der Spiegelkappe, können die noch ein bisschen mit Klarlack benetzen, auch schön geschlossen. Und dann lassen wir das ein bisschen ablüften. Dann können wir gleich unseren zweiten Gang auflegen. Genau, was wichtig ist, behaltet die Zeit im Auge, macht es nicht zu früh. Ihr könnt mit dem Finger einen Test machen. Das heißt, wenn es leicht angezogen ist, dann merkt ihr das, dass es ein bisschen sticky ist. Also, dass ihr ein bisschen hängen bleibt oder leichte Fäden zieht. Und dann wisst ihr, ja, jetzt ist die richtige Zeit gekommen. Ich kann den nächsten Gang drauflegen. Ja, und hier legen wir uns dann einen geschlossenen Gang drauf. Schön geschlossenen, satten Klarlackgang. Das gleiche machen wir hier noch an der Spiegelkappe. Da kommt der zweite volle satte Gang hinterher. Und jetzt das Ergebnis. Danke, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Wenn dir das Video gefallen hat, lass es mich unten in den Kommentaren wissen. Abonniere den Kanal, mach die Glocke an, damit du auf gar keinen Fall mehr irgendein Video von mir verpasst. Und natürlich ein Däumchen nach oben wäre ganz, ganz toll. Danke und bis zum nächsten Video. Ciao.